Ja, die Verwirrung ist jetzt komplett. wir gucken mal kurz, wo ich jetzt hier überall hinkomme. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo nochmal hinkomme, wo ich jetzt schon war. Jetzt hier vielleicht zum Beispiel. Ja, das sieht nach. Ups, das tut mir leid, Frau. Das sieht nämlich nach Eingang aus. Das ist sehr schön. Guck mal an, hier ist es nämlich. Geht's gar nicht. Doch, hier geht's auch weiter. Aber hier geht's. Hier dürfte es jetzt zum Wohnplatz gehen, oder? Ist das ein richtiger Brief? Ja, eine Notiz. Rückkopplungsschleife. Uiuiui. Wir haben Todeskrallenhandschuh, total unwichtig. Handelsvertrag. Ich. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. In der Folge, der als Investor bezeichnet, erkläre mich mit folgenden einverstanden. Nach Verhandlungen mit Ernest Onkel Rowe von Canterbury Commons wird eine Allianz mit den Karawanenkaufleuten des Ödlands der Hauptstadt eingegangen. Als Manager wird Rowe ihren Bestand und ihre Investitionen überwachen. Der Investor darf den einzelnen Händlern Spezialartikel vorschreiben und ihnen in ihre Ware zur Verbesserung von Qualitätswaren investieren. Dieser Vertrag ist rechtlich bindend und kann von einem angeworbenen Söldner mit Waffengewalt und ohne Sinn für Humor durchgesetzt werden. Unterschrift. Ja, haben wir noch nicht unterschrieben, wa? Karawan. Ach, Handelswege. Guckt euch einmal an. Das hier aber. Ja, gut. Das bringt uns jetzt so jetzt gerade nicht viel, aber. Naja. Ungefähr. Karawankauf, Leute. Oh, nee, das. Rüstung und Kleidung zum Schutz gegen die Gefahren. Und ja, das wissen wir aber alles. Das brauchen wir jetzt uns nicht durchlesen. Entführungsauftrag. Geil. Euer Auftragsdetails. Ein Kind aus Little Lamplight. Anforderungen freundlich, vertrauensselig, zu jung, um zu wissen, dass man Fremden nicht folgen soll. Oh, euer. Liefermethode. Kindersklavenhändlerin wartet vor Lamplight. Bringen Sie ihr das Kind. Sie wird sich um die Lieferung kümmern. Bezahlung. Wenn Sie sich an was nach Ablieferung des Kindes zur Entgegennahme der Bezahlung an Eulogy Jones im Paradise Falls. Na toll, der hat es ja nun begeben dafür. Hier ist das Foto von dem Koffer. Jetzt den Brief. Rückkopplungsschleife. Okay. Leite diese Nachricht weiter, sobald du sie gelesen hast. Wir müssen diesen Mist so schnell wie möglich aus dem Vault-internen Postverkehr ziehen. Wenn du die Steuerkonsole hacken kannst, dann nutze die Evakuierungssignalfunktion, um den Wahnsinnigen einen Schreck einzujagen. Funktioniert gut und hat mir die letzten zwei Tage das Leben gerettet. Aber langsam kommen sie dahinter. Wir müssen uns organisieren und einen Angriff auf die Vault-Tür wagen. Das ist unsere einzige Chance. Tja, noch können wir großartig mit dieser Information nichts anfangen. Komm, Fox, ich pass mal auf, dass du jetzt nicht noch mal Schaden kriegst. Okay, hier kann ich ganz normal durchgehen. Ich dachte, hier geht es zu den Wohnquartieren. Oh Mann, ey. Meine Gier zerstört mir meine ganzen Haarklammern. Oh ne, hier brauche ich jetzt mal Schuhe. Das ist sonst echt doof. Ist er oben? Die Spielchen sind zu Ende. Zeit zu sterben. Ach verdammt. Ach. Was machst du das, Fox? Mir ist scheißegal. Ja, hier ist Action gewesen, wie man sieht. Hier haben sie eine Tür aus den Angeln gerissen. Hier geht's in die Wohnquartiere, alles klar. So ein bisschen habe ich jetzt schon mich zurechtgefunden. Hier ist wieder eine Krankenkammer. Geht's nach oben, oder? Ist ja meistens in der Regel so. Die Vaults haben so ein bisschen immer ähnlichen Aufbau. Hier geht es wieder nach unten und so. Deswegen ist es immer ganz cool, man, dass man halt wirklich, wie gesagt, nee,
Soundtest, okay. Zu den Soundtest müssen wir wahrscheinlich, um an die Stradivari ranzukommen. Dann gucke ich mal, ob ich hier hochkomme. Oh, das ist ja so total verbuggt. Merkt ihr das, wie diese Signal... Naja, egal. Mein Ziel hatte im Teil schon wieder eine Macke gehabt. Fahnenkreuz. Ich sage euch, Freunde, es wird langsam sicher Zeit. Naja. Viel ist ja wirklich nicht mehr. Es ist ja eigentlich nur noch das hier. Zumindest wüsste ich jetzt eigentlich erstmal mehr nichts. Wenn mir noch was einfallen würde, kommt natürlich noch ein bisschen noch was, aber. Bin der Meinung, so richtige, echte Quests sind wir danach durch. Ich höre hinter mir einen PC am Laufen. Oh ja, Peitschen ist gut. Geschichten eines Dörffleischverkäufers. Aktiviere Geschäft. Das müssen wir sogar hacken. An diese Informationen lassen sie uns nicht freiwillig ran. Toll, jetzt muss ich sie auch noch richtig hacken. Ah, da haben wir schon unser Leben. Aber ich möchte noch gucken, ob ich noch ein paar Fehler rausschmeißen kann. Zum Beispiel hat sich das nämlich jetzt schon gelohnt. Weil die hätte ich nämlich noch genommen. Diese Worte. So was. So, ich glaube, das kann nur das hier sein. Sei. Also los. Was haben wir denn für Informationen? Ja, genau. Safe auf Sperr. Ach, links unten ist ein Safe, stimmt. Dann gucken wir uns mal die erste Information an. An Richard Robin, Aufseher von Vault 92. Von Gordy Summer. Sumner. Das ist nun das fünfte Mal, dass ich Sie darum bitte, den Ansässigen hier unseren Vorrat an Kopfhörern und persönlichen Audiogeräten zur Verfügung zu stellen. Zu dürfen. Es scheint mir nicht fair, dass sie ihre Musikauswahl nur in den Studioräumen genießen dürfen. Ich habe einen großen Vorrat dieser Art Geräusch. Jetzt bin ich gerade verrutscht. Moment. Ich habe einen großen Vorrat dieser Art Gerätschaften, die es ihnen ermöglichen würde, sich entspannt im Bett ihre Musikaufnahmen anzuhören. Bitte teilen Sie mir Ihre Gründe in dieser Angelegenheit mit. Post 482 an alle Vortec-Bewohner von Cordy Sumner. Ich freue mich, bekannt zu geben, dass wir im Vault-Lan ab heute Erdbeerpudding für 10 Arbeitspunkte anzubieten haben. Der Vorrat ist natürlich sehr begrenzt, also Beeilung, bevor alles weg ist. Toll. An Dan Kobachski von Gordy Sumner. Aus Ihrer letzten Nachricht schließe ich, dass wir einen Deal haben. Ich gebe Ihnen alles, was auf Ihrer Liste steht, im Tausch gegen die Waffe, die wir besprochen haben. Es wird immer schlimmer in dieser Vault. Nahezu die Hälfte der Bewohner sind dem Wahnsinn verfallen. Ich will nur vorbereitet sein. Keine Sorge, ich werde das Gewehr in meinen Safe aufbewahren, damit es niemand zu ihrer Abteilung zurückverfolgen kann. Ja, gut, okay. Safe sparen wir natürlich auf. Haufenweise Munition. Alter, der hat aber ganz schön viel da sich gebunkert, oder? Also mit einem Gewehr hat das jetzt noch nicht gemacht. Waren jetzt ein paar mehr Sachen. So, hier kommen wir bestimmt wieder. Oh, Büro des Aufsehers. Nein, da gehen wir da rein. Oh, diese scheiß Grafikfehler. Ey. Okay, hier geht's nicht rein. Sehr leicht. Okay. Dann ist der Aufseher bestimmt hier. Habe ich jetzt zwar vermutet. Nein, 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 nein. Vorsichtig!
Dann ist es hier. Ach, keine Ahnung. Hier? Ich weiß es nicht. Professor Malois Audioprotokoll. Oh, naja, wartet mal. Da mache ich aber die Sound wieder. Wie gesagt, ja, war das kennt ihr ja. Ich habe es zwar die ganzen letzten Male wieder nicht gemacht, weil ich zu faul war. Aber Radio, glaube ich, auf Maximum. Die letzten Daten machen mir etwas Mut. Anscheinend verfallen 33% der Subjekte ab und zu in einen trance-ähnlichen Zustand. Wir sind uns recht sicher, dass die Subjekte in diesem Zustand beeinflusst und programmiert werden können. Wir haben die Tests begonnen, indem wir subtile Schlüsselreize in die Subjekte implantiert haben, die sie ihr Ohr kratzen oder ihr Haar kämmen lassen. Bisher bin ich in der glücklichen Lage, eine 100%ige Erfolgsquote bei dieser Implantierungsmethode zu vermelden. Ah ja, wieder sehr schwer zu verstehen. Ich weiß immer noch nicht, das ist ein richtig dämlicher Bug. Aber gut, ich glaube, in New Vegas ist das nicht mehr so. Ja. Jetzt, wo ist denn jetzt das Büro? Das war ja nicht das Büro, war. Oh, ein Coca-Cola. Oh, geh mir doch mal aus dem Weg, ey. Oder nicht? Keine Ahnung. Kommen wir jetzt ins Büro? Ach, jetzt. Ja, na, das sieht nach dem Büro aus. Und hier gibt es wieder noch ein Audioprotokoll. Das werden wir uns auch gleich nochmal anhören. Auf der Hut sein. Ja, das ist eindeutig. Das Büro, aber hier komme ich glaube ich nicht mit dem Geheimgang weiter. Wie es in der Vault 101 ist. Hier ist nochmal ein Vorkriegsbuch übrigens, schön. Oh, und ein Büchlein Entdeckung, das ist auch gut. Okay. Aber erstmal lesen wir uns das durch. Aktivierung Richard Robbins, der Aufseher. Uiuiui, der hat ein paar mehr Daten. Gemäß den Weisungen wurde die Sendeausrüstung für das weiße Rauschen von den Soundkabinen umgeleitet und direkt an die gesamte Lautsprecheranlage der Vault gebunden. Ich kann nun Vortec, Geheimplan, bla bla bla, weißes Rauschen, Hirnsuggestiv, Kampfversuche durchführen. Ich habe drei Helfer aus Professor Malois Team und hoffe, bald konkrete Ereignisse oder Ergebnisse vorlegen zu können. Die Techniker haben es so arrangiert, dass das WR sowohl vom Kontrollzentrum als auch von den lokalen Sicherheitskonsolen aus ausgelöst werden kann. Das Kennwort für diese Konsole lautet bla bla bla. Persönlicher Eintrag bla bla. Die bla 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 Ereignisse übersteigen wirklich jegliche Erwartungen. Die schiere Kraft und Ausdauer der mit Kampf Suggestivimplantaten versehenen Testperson ist unglaublich. Man stelle sich eine ganze Armee von Leuten vor, die niemals einen direkten Befehl des Oberkommandos missachten und erst nach über 20 Kugeln und kampfunfähig sind. Oh weia. 3. Malois sagt, WRHSKV ist ein Fehlschlag. Es hat also einige Todesfälle gegeben. Ein Schritt zurück, zwei nach vorn. Es ist einfach das, was alle in der Vault Wahnsinnen zu unterdrücken. Ich habe ihren Suggestivimplantaten ein Befehlswort hinzugefügt. Man braucht nur Geistesgesundheit. Was? Man braucht nur Geistesgesundheit ist nicht statistisch.
zu sagen und sie bleiben auf der Stelle stehen. Ich habe die Wachen davon in Kenntnis gesetzt, ihnen aber gesagt, dass sie das Kennwort nur außer Hörweite anderer einsetzen sollen. Ja, logisch. Das Kennwort wirkt nicht mehr gegen die Irrsinnigkeiten. Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel passiert ist, aber ich verliere hier die Kontrolle. Wenn wir der Lage nicht schnellstens Herr werden, haben wir eine gewaltige Revolution am Hals. Marlois stachelt den Rest der Welt zum Handeln an. Leider habe ich in Anbetracht der Macht, die mir seitens der Voltech Corporation verliehen wurde, keine andere Wahl, als ihnen töten zu lassen. Was für ein Verlust. Ah, toll. Noch ein Eintrag hinzugefügt? Den wir jetzt gerade gelesen haben, ja? Na gut. Hören wir uns mal den jetzt wieder an, den wir davor gefunden haben. Ah, dazu muss ich ja wieder das Audio leise schalten. Meine Fresse. Und Musik aus. Katastrophe. Eines unserer Testsubjekte, V920717, hat heute drei andere Ansässige in einem noch nie dagewesenen, unbändigen Hass getötet. Das Sicherheitsteam brauchte fast 23 Schüsse, um ihn zu töten. Zuvor hatte das Subjekt noch nie Anzeichen von Gewalt oder Geistesschwäche gezeigt. Dieses Subjekt ist einer unserer erfolgreichsten Implantatsträger und kann im Trance-Zustand komplexe Anweisungen durchführen. Das macht mir Angst. Hä? Das hier ist bloß das, was wir gerade gelesen haben. Vorhin ist hier unten steht noch was, aber egal. Kommt so. Danke. Ja, gut. Und schon sind wir im Clan und wissen, was Voltech hatte, hier vorhatte. Also ihr habt mitbekommen, Voltech hat halt, wie gesagt, überall in den Vaults gemäß Pläne gehabt, was man für Experimente macht. Und die haben sie halt mit einer Art Gedankenkontrolle experimentiert über weißes Rauschen. Ja. Ist wohl aber, wie man sieht, sehr stark nach hinten ausgegangen. Das gehört halt zum Experimentieren dazu, wa? Harte Schläge zu erleiden. Geht's runter, wa? So, ich würde sagen, wir gehen aber als nächstes in die Wohnquartiere, dann danach gehen wir in die Soundtest-Bereiche. Ich denke mal, da finden wir nämlich auch die Violine. Damit wir das hier alles so ein bisschen durchmachen. So viel Spaß. Ich wollte eigentlich die Alien-Waffe haben. Dann wird die falsche genommen. Mann, ich glaube aber hier war nichts Großartiges. Ich mal fünf vielleicht noch. Ich glaube, hier war noch. Mehr war hier auch nicht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Die Tür. Ja, und natürlich noch Zeugs. Logisch. Minen. Nee, das brauche ich nicht. Lehrer-Safe. Ach ja, und hier gab es ja auch noch. Also es gab ja hier noch, wenn wir nämlich die Quest hier durch haben, gibt ihr uns noch die Aufgabe, alle gefundenen Notenhefte an ihr zu geben. Hier finden wir eine ganze Menge Notenhefte. Hier sollte man auf der Hut sein. Und ein bisschen im Ödland, aber da sind die super selten. Ich habe ja schon mal ein paar aufgehoben, die ich mal zwischendurch schon gefunden habe, aber ich wusste, dass ich die hier an ihr abgeben kann. Und von daher. Hier ist gar nichts weiter, sehr witzig. Sag ich mal, wie gesagt, müssen wir hier auch noch ein bisschen darauf die Augen offen halten. Hier ist nichts weiter, aber. Ich überlege gerade, diese eine Vault haben wir doch schon gemacht, wie ich letztes Mal sagte, da waren wir ja noch nicht. Die neben der Vault 101 ist. Sicherheitstermin des Männerschlafsaals.
Was? Achso, Passwort kennen wir. Ach, da können wir das Rauschen einstellen, glaube ich. Sprechanlage, Betreiber. Nachricht, Betreiber nicht verfügbar. Sprechanlage, allgemeine Dienste. Bitte wenden Sie sich an den Fehler. Küche, Fehler. Klimaanlage, auch Fehler. Evakuierungssignal. Tonsequenz wird gestartet. Das ist das weichste Rauschen. Das ist so ätzend, dass ich es einfach aufschalten muss. Nein. Oh, Freunde, es tut mir leid, ich krieg's nicht aus. Oh doch. Okay, es ist von alleine ausgegangen. Das ist definitiv die letzte Aufnahme für heute für mich. Ich krieg schon das Kratzen am Hals, kann kaum noch ordentlich sprechen dadurch. Oh, verdammt, hier sind noch. Bevor ich da noch einen Gegner gehört. Dann schaue ich mich mal noch hier um. Ich dachte, hier geht's einmal um die Ecke. Sag mal was. Los. Hier geht's bestimmt aber runter, oder? Nee. Ah, ich sag mal eine Kammer. Oh, das ist nochmal ein Zettel. Vom Boden, habe ich schon gesehen. Da. John Adiglios Notiz. So, nehmen wir mal alles mit. Hier ist wieder eine Falle gewesen, wa? Wo wird denn die ausgelöst? Keine Ahnung. Oh, der hat eine Karte bei sich. Ihr habt Schlüsselcode für Datenspeicher. Muss er nicht gleich so ausflippen. Hättest du ein Gruselspiel spielen, wäre das voll gruselig gewesen, hätte sich das Skelett jetzt noch bewegt, oder? Aber hier ist man das schon gewohnt. Ach hier. Ist das schon ausgelöst. Gut, na dann. Weiter geht's. Gedacht, hier ist mehr. War ja sogar sehr praktisch, dass wir hier erstmal hingegangen sind. Eine Quantum. Komm ich da hin? Sieht sehr gut aus. Wieso sind hier tote Gegner? Huch. Mann, was mache ich? Nein! Bitte nicht!